So, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Alkemilla. Hallo. Hier ist dieser dumme, hässliche Typ in der Kamera. Falls ihr euch gefragt habt, wer dieses hässliche Gesicht ist. Ja, das bin ich. So. Thomas hat sich gesagt, ja, mach das doch mal. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das doch mal. Genug Erklärung, genug Erklärung. Oh, dieses Geräusch, wenn ich das schon wieder höre, ne? Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Wo muss ich denn eigentlich hin jetzt? Was muss ich denn jetzt machen? Ich habe das Spiel zwar gestern erst noch gespielt, aber ich habe schon wieder alles vergessen, was ich überhaupt machen sollte. Warum ist hier so ein... Das ist so eine Tür. Aber warum ist die Tür? Und inwiefern ist diese Tür? Das werden wir niemals rausfinden, glaube ich. Ich glaube, dass wir das niemals rausfinden werden. Ach so, okay, das ist die Tür hinter den Tresen. Tools. Nein. Big Valve. It is definitely for the pipe in the basement. Okay. Ich habe anscheinend gerade ungewollt Fortschritt gemacht. Alles klar. Kann ich mit leben, glaube ich. Dann speichere ich nochmal. I feel strange when I'm looking at this circle. Wow. Wo ist denn das Basement? Das wäre mal gut zu wissen. Alter, ne? Hier ist Duck. Oh, Lichteffekte. Licht, Licht, okay. Is that locked from the other side? Locked. Need a key. Was ist hier? Also hier war die Küche, wo ich diesen Dingens gefunden habe, mit dem ich jetzt anscheinend diese Toolbox geöffnet habe, wo ich dieses Valve jetzt rausbekomme. Valve. Und dann habe ich das bekommen, glaube ich. Hier war nichts weiter, anscheinend. Ich kann noch mal gucken, ob hier noch irgendwas ist, aber... Ah, nee. Dieses Spiel baut echt Atmosphäre auf. Also, es ist... Ne? Ne? Okay, hier ist das Basement. Da gehe ich jetzt aber noch nicht rein. Ich gehe noch nicht rein. Noch nicht. Doesn't have a handle. Okay, ja. Anscheinend muss ich dann doch reingehen. Diese Musik, ne? Oder was auch immer das ist. Geräusch, Musik. Ficke die Fick, Fick. Wasser. Anscheinend. Nicht bewegliches Wasser. Ist voll komisch, dass man hier nicht springen kann. Nothing is happening. Ja, das habe ich gerade schon probiert. Was bist du? Ui, da kann man. Kann man drücken. Drücken, drücken. This key is an electric door. Electric lock. Warum? Ist hier. Can't open this door, weil. Ich meine. Strom ist aus und alles. Aber. Warte mal. Macht man hier den Strom wieder an? Das mache ich gleich erst. Das mache ich gleich. Das mache ich gleich. Das ist hier. Ich muss hier das Valve machen. Looks like it fits. Ah, okay, dann mache ich hier das Wasser weg. Wasser ist weg. Wow. Das war ja mal sehr sinnvoll. Sehr sinnvoll. Sehr stinken. Sieht so aus, als würde das hier stinken, weil hier so Glas, so Glas, genau, so Gas ist. So Gas. Gäser. Nein, das will ich eigentlich nicht. Electric Key Lock. Das ist ja. Okay, ich weiß ja nicht, was die Kombination ist. Muss man doch dann irgendwo finden, oder nicht? Okay. Was mache ich jetzt hier? Ersten Stock mal fahren. So, fahren wir doch mal in den ersten. Schwabbel halt unnötig rum. Alles klar.
Einfach so rumschwabbeln. Schwabbeln? Tür? Kann man denn hier auf Tür auf? Ah, okay. Ja, dann bin ich jetzt wieder hier. I don't have any money anyway. So, jetzt habe ich ja eigentlich den Strom wieder angemacht. Da müssten doch eigentlich Telefone funktionieren, ne? Logischerweise. Oh. Nein, tut es nicht. Das ist klar. Nee, da wollte ich ja eigentlich nicht hin. Ich wollte ja wieder den Aufzug hin. Okay. Was ist denn im zweiten Stock? Da sind da oben. Tür auf. Sieht ja sehr vielversprechend aus, ne? Das sieht sehr vielversprechend aus. Ich gehe noch schnell in den dritten Stock, vielleicht ist da irgendwas. Einfach mal in den dritten Stock. Der zweite Stock ist mir nicht geheuer. Zumindest noch nicht. Geräusche. Dritter Stock sieht aber... Was genau sind das für Geräusche? Cool, Cola. Wow, es ist leer. Alter, jetzt mal ehrlich, was ist denn das? Jetzt geh ich nochmal runter. Mann, ey. Ich muss gerade echt ein bisschen behindert sein. Ne? 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 So. Dass ich euch Leute so warten lasse, dass überhaupt irgendwas passiert. Na, als ob das hier jemand gucken würde. Sage ich oft genug. So. Dann gehen wir doch mal hier durch. Sehr schön. Sehr schön. The riddle of rooms is very simple. You will solve it in certain. Okay. Was ist das? Zeug? Ist hier noch mehr Zeug, von dem ich wissen sollte? Toilette, die nicht gespült wurde anscheinend. Alles Mögliche. Protector, ja, das haben wir schon gesehen. Was bist du denn? Macht das irgendwas? Was macht das denn? Anscheinend nichts. Hä? Achso, das kann man alles hier so drücken, aber es geht nicht. Okay. Was ist denn dann hier? Room of Death. Eins. Alter, ne? Das Spiel tickt aus. Das ist doch nicht mehr witzig hier. Bist du das? Der da so flennt? Ist doch tot. Wo ist das? Kommt das her? Das würde ich mal gerne wissen. Aber hier drin ist anscheinend nichts außer Room of Death 1. Da kann man reingehen. Super. Ich glaube, das will ich noch nicht. This place looks all too familiar. I used to be here a long time ago. This is the hospital.
Das hätte ich jetzt nie gedacht, dass das hier so ein Ding ist und ich muss mal Surround Sound am machen. So. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das hier ein Krankenhaus ist, ne? Mein Freund. This door doesn't have a handle. Okay, dann muss ich nicht in den Todesraum. Electric Lock. Ja, aber wo findet man denn die Zugangsdaten zu den Locks? Speicherpunkt. Sterbe ich wieder, wenn ich speichere? Also nee, ich habe vorher letztes Mal auf eine Note geguckt und dann bin ich gestorben. Genau. Train to be a nurse. Wow. Be cadet nurse. Lifetime education free. For high school graduates. Who qualify? Okay. Was ist denn das hier? Ich habe keine Ahnung, was das... Und wo? Und warum? Oh yeah, ich sehe voll behindert aus irgendwie. Hallo, ich bin der behinderte Man. Room of Old Age 4. Okay, ich kann gehen. Ganz langsam gehen. Hallo? Bild von... Das ist doch das Startup-Bild. Wo drauf steht, yeah, da ist gefährliches Zeug in dem Dingens. Disturbing Zeug. Okay, hier ist der Spiegel total tot. Alles tot. Ich habe so das Gefühl, dass in einer dieser Toiletten irgendwas ist. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ey, jetzt mal ehrlich. Wozu ist das hier? Und was ist das hier? Warum? Ist das ein Herz? My God, it's a human heart. Okay. Ich sollte auf Sachen klicken, wenn ich sie sehe. Nurse Center. Warum kann man denn hier überall reingehen? Achso, das war das, wo ich gerade eben drin war. Okay. Okay, alles klar. Bin ich herausgekommen. Was ist hier? Das ist das. Lass mich raus. So. Weiter. Fernseher. This TV is really dusty. Oh denn? Ich sehe hier keinen Staub drauf. Ja, aber was soll ich denn jetzt hier? Ich will doch nur... Weiter. Sama. Bricht die ganze Zeit irgendein Zeug. Okay, ich werde sterben, wetten. The doctor said I can go home soon. Thank God. To me it's horrible here. I don't like this hospital. The food is terrible compared to a home cooked meal. This is just shit. Even fast food is starting to sound good. Besides, there is absolutely nothing to do here. And this room is simply awful. Awful? I thought it wouldn't be if they just fixed it. Was? Tough it wouldn't be if they just fixed it. The truth is on the third floor. Guy, the repair work is already being done. From what I hear, the ceiling in room 302 has collapsed and crushed one of the patients. Apparently, one of the doctors found him and he's now in the morgue. But that's just what I heard. I haven't seen it for myself. Don't worry, I'll be home soon, Bill. Wow. Tot? Ich hab Schaden gekriegt. Von was? Von was kriege ich denn Schaden, wenn ich eine Note lese? Was soll denn das? Das verstehe ich nicht. Okay. Raum 302. So, achso, nee, da ist ja bloß die Decke kollabiert. Kollabiert. Okay. Doctor on duty. They are not humans. They all want to kill me. Okay.
Ah, okay, das ist die Tusse, die in jedem ihren Gegner, ihren Feind gesehen hat und ihre Namensschilder alle Monsters draufgesteht haben.